Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Südafrika der Streik der schwarzen Bergleute in den Kohlegruben und Goldminen zu blutigen Zwischenfällen geführt. Dabei sind am Freitag mehr als 100 Menschen verletzt worden. Nach Darstellung der Sicherheitsbehörden schoss die Polizei mit Schrot auf die Streikenden, als diese mit Brandsätzen und Macheten angriffen. Die katholischen Bischöfe Chiles haben die Militärregierung in Santiago aufgefordert, Gespräche über das Verfahren der nächsten Präsidentenwahl aufzunehmen. Sie stellten sich damit hinter die Forderung der Oppositionsparteien. Nach Auffassung der Bischöfe sind Vorgespräche nötig, um dem Land den inneren Frieden zu verschaffen. Die seit 1973 regierenden Militärs wollen den Präsidentschaftskandidaten von den Oberbefehlshabern der Streitkräfte nominieren und dann 1989 in einer Volksabstimmung bestätigen lassen. Die chilenische Opposition fordert, dass der nächste Staatschef in offenen Wahlen bestimmt wird. Der Sonderbotschafter der USA für Mittelamerika, Habib, ist überraschend zurückgetreten. Gründe für seinen Schritt nannte Habib: In Guatemala hatten die Staatschefs von 5 mittelamerikanischen Ländern vor einigen Tagen auf einer gemeinsamen Konferenz einen Friedensplan verabschiedet. Sie hatten dabei ein kurz vorher von Washington vorgelegtes Abkommen weitgehend ignoriert. Möglicherweise hat Habib deshalb seinen Posten aufgegeben. In Neuseeland wird am Wochenende ein neues Parlament gewählt. Stimmberechtigt sind 2,1 Millionen Bürger. Dem amtierenden Regierungschef Longhi von der Labour-Partei werden gute Chancen für eine Wiederwahl eingeräumt. Longhi ist Nachkomme deutscher Einwanderer. Im Wahlkampf hatte die konservative Nationalpartei die Regierung vor allem für die hohe Arbeitslosigkeit, die steigende Inflation und die wachsende Auslandsverschuldung Neuseelands verantwortlich gemacht. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat ein Volksbegehren über den Bau der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf für nicht zulässig erklärt. Mit diesem Urteil gab die Kammer einem Antrag des Bayerischen Innenministeriums statt. Die Kernkraftgegner wollen die Entscheidung Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen. In Hamburg sind die Koalitionsverhandlungen zwischen Sozialdemokraten und Freien Demokraten erneut ins Stocken geraten. Besonders umstritten ist die